In diesem Video zeige ich einige Beispiele zur Tonabnehmer-Messpraxis. Wir beginnen mit dem Schaltbild eines einfachen Single-Coil-Tonabnehmers. Hier haben wir die Tonabnehmer-Induktivität, als Beispiel 2,2 Henry, den Gleichstromwiderstand des Tonabnehmers 5890 Ohm, die Kapazität im Tonabnehmer erzeugt durch die nahe aufeinanderliegenden Wicklungsdrähte 134 Picofarad und einen Verlustwiderstand, der die im Magnet auftretenden Wirbelstromverluste nachbildet, hier 1 Megohm. Die Tonabnehmerimpedanz, die wir als erstes messen wollen, ist definiert als Quotient von Spannung durch Strom. Das rechts ist der Tonabnehmer, am Tonabnehmer wird die Spannung gemessen und der Strom I, der in diesen Tonabnehmer reinfließt und hier wieder rausfließt, ja, Wechselstrom hin und her. Den Strom können wir dadurch messen, dass wir einen kleinen Widerstand in Reihe schalten. Derselbe Strom, der in den Tonabnehmer reinfließt, fließt durch diesen Widerstand und führt zu einem Spannungsabfall. Also streng genommen müsste man hier eine Spannung hinschreiben. Der Strom fließt nicht hier oben, da liegt eine Spannung. Aber die rechnen wir sofort in einen Strom um. Deswegen stehen hier die beiden für uns wesentlichen Größen, Spannung und Strom. Die sind komplex nach Betrag und Phase oder Real-Imaginärteil. Wir werden aber zunächst nur den Betrag betrachten, sodass man auch hier mit Beträgen arbeiten kann. Betrag der Impedanz, Betrag der Spannung oder Effektivwert, Betrag des Stroms oder Effektivwert. Man wird jetzt, wenn man den Strom misst, den Messwiderstand nicht hier oben einfügen. Hier unten ist ja Masse, das Bezugspotenzial. Und wenn man jetzt da oben anschließt, dann muss dieses Messgerät, das den Spannungsabfall am Widerstand misst, von Masse getrennt sein. Es gibt es, sogenannter Floating Input, aber einfacher ist, man legt den Widerstand hier unten rein und kann dann sowohl den Generator auf Masse legen, als auch dieses Messgerät. Und die Idee bei dieser Messung ist jetzt, wenn dieser Widerstand klein ist, fällt an ihm nur eine sehr geringe Spannung ab, dann ist die Generatorspannung, die wir einprägen, praktisch genauso groß wie die Spannung am Tonabnehmer, sodass wir die Tonabnehmerspannung dann gar nicht messen müssen. Dafür nehmen wir einfach die über der Frequenz konstante Generatorspannung und messen nur den Strom. Das Problem dabei, dieser Widerstand muss klein sein gegenüber dem kleinsten Tonabnehmerwiderstand, das wäre der bei Gleichstrom, hier so knapp 6000 Ohm, also würde man hier einen Widerstand von einigen zig bis höchstens vielleicht 100 Ohm nehmen. Nun gibt es aber eine andere Schwierigkeit, denn bei Resonanz wird dieser Tonabnehmer hochohmig, so ungefähr mal 1 Megohm, eine kleine Korrektur durch diesen Widerstand können wir jetzt mal vernachlässigen, 1 Megohm, und wenn man jetzt mal annimmt, wir hätten hier 1 Volt, dann fließt bei Resonanz 1 Mikroampere mal 100 Ohm, gibt 100 Mikrovolt, die wir hier messen müssen. Wir werden gleich feststellen, es gibt Tonabnehmer, da ist der Resonanzwiderstand noch größer, vielleicht 3 Megohm. Dann wird der Strom noch kleiner, sodass wir hier kleine Spannungen im Mikrovoltbereich messen müssen. Das kann man, wenn man es kann, aber die Messung ist nicht so ganz trivial. Deswegen gibt es noch eine Alternative. Wir schalten einen sehr großen Widerstand vor den Tonabnehmer. Einen Widerstand, der groß ist gegenüber dem größten Tonabnehmerwiderstand. Und jetzt ist genau andersrum. Jetzt ist nicht mehr die Spannung am Tonabnehmer eingeprägt, sondern näherungsweise der Strom. Der Strom wird jetzt bestimmt von Generatorspannung geteilt durch diesen Widerstand, so näherungsweise zumindest. Und dann müssen wir nur noch, in Anführungszeichen, nur noch die Spannung am Tonabnehmer messen. Den Strom können wir dann näherungsweise als konstant, als eingeprägt annehmen. Aber wenn wir hier die Spannung messen wollen, brauchen wir ein sehr hochohmiges Messgerät.
um hier die zu messende Spannung nicht zu sehr zu verfälschen. Wenn der Tonabnehmer ein oder vielleicht sogar 3 Megohm hat, sollte das Messgerät einen deutlich größeren Widerstand haben, also zum Beispiel 100 Megohm. Das gibt es, aber dann müssen wir auch noch berücksichtigen, dieses Messgerät dürfen wir dann nicht über ein abgeschirmtes Kabel anschließen, das vielleicht 100 Picofarad hat. Denn dann würden wir die kapazitive Belastung verändern. Also man sieht schon, das wird auch nicht ganz einfach. Und dann kommt noch was dazu. An dieser Stelle, wenn wir da einen 50 Megohm Widerstand davor schalten, hat man ausgerechnet, bei 20 Kilohertz, 50 Megohm, das ist der Blindwiderstand eines Kondensators mit 0,16 Picofarad. Das heißt, man muss dann auch mit der Verkabelung extrem aufpassen. Solche kleinen Kapazitäten sind in einem Messaufbau eigentlich nicht mehr realisierbar. Wenn man sowas machen will, braucht man sehr viel Erfahrung, um nicht Fehler einzubauen. Deswegen jetzt zu einer Alternative, die viel einfacher ist. Diese kleine Schaltung ermöglicht Messungen ohne allzu große Probleme. Wir brauchen einen Operationsverstärker mit Feldeffekteingang, Sperrschicht, FET, OP, zum Beispiel TL071, da gibt es auch andere, die diese Aufgabe erledigen. Wir schließen hier den Sinusgenerator an, der am besten durchstimmbar ist, Sweep-Generator. Hier einen Widerstand, am Ausgang zur Sicherheit auch nochmal einen Widerstand, kleiner Widerstand, man sollte OP-Ausgänge am besten nie direkt nach außen führen. Hierhin das Messgerät und hier oben den Tonabnehmer. Zudem kann man dann auch noch wahlweise Kondensatoren parallel schalten, wenn man das möchte, um eine Kabelkapazität nachzubilden. Der OP ist hochohmig, das heißt, in dieser Leitung hier rein fließt kein Strom. Der Eingangsstrom fließt folglich zur Gänze hier weiter und wenn wir zunächst die Kondensatoren weglassen, fließt der ganze Eingangsstrom durch den Tonabnehmer. Nun ist eine Eigenschaft von Operationsverstärkern, dass ihre Eingangsdifferenzspannung so gut wie null ist. Das ist eine ganz winzige Spannung. Wie das entsteht, lasse ich jetzt hier mal weg. Gehen wir einfach davon aus, die Spannung hier wird für die Berechnung zu null angenommen. Was nicht bedeutet, dass hier eine Verbindung besteht. Nein, im Gegenteil, das ist ein sehr hochohmiger Eingang. Aber durch Gegenkopplung entsteht hier dieselbe Spannung wie hier und ist das Bezugspotenzial des 0 Volt. Wir haben hier 0. Wir haben hier die Eingangsspannung. Der Strom, der hier reinfließt, ist folglich ganz einfach Eingangsspannung durch diesen Widerstand. Wenn wir hier 10 Volt haben, fließt hier 1 Milliampere. Und weil das hier nicht reinfließen kann, fließt es weiter, sodass durch den Tonabnehmer 1 Milliampere eingeprägt ist. Ganz einfach. Am Ausgang entsteht jetzt die Spannung, die auch am Tonabnehmer liegt, weil ja hier 0 Volt sind, sodass wir jetzt hier direkt die Tonabnehmerspannung niederohmig abnehmen können. Der OP-Ausgang ist ja niederohmig. Kann man hier mit dem Messgerät dran, da kann man jetzt auch ein abgeschirmtes Kabel anschließen, da passiert nichts. Also eine sehr einfache Schaltung, die am besten mit 2 9-Volt-Batterien versorgt wird, um Brummstörungen durch ein Netzgerät zu vermeiden. Mit einer derartigen Schaltung werde ich die folgenden Messungen durchführen. Wir sehen hier jetzt mal ein Ergebnis. Hier ist das Schaltbild dieses kleinen Messverstärkers. Das ist nochmal das Schaltbild eines einfachen Tonabnehmers. Was wir als Messkurve bekommen, ist dieser Verlauf. Bei den ganz tiefen Frequenzen nähern wir uns dem Gleichspannungswiderstand. Bei 0 Hertz ist ja der Kondensator hochohmig. Die Spule ist ein Kurzschluss, sodass wir bei 0 Hertz bei Gleichstrom nur diesen Widerstand messen. Dann steigt die Impedanz, der Wechselstromwiderstand, aufgrund der Induktivität. Wir bekommen je nach Tonabnehmer eine Resonanz. Und oberhalb der Resonanz den kapazitiven Abfall, da wird nun dieser Kondensator dominant und hat ja einen über der Frequenz abnehmenden Wechselstromwiderstand. Als Asymptote habe ich hier mal 2,2 Henry eingezeichnet. Das ist der Verlauf
der sich ergibt, wenn wir nur eine Induktivität messen. Und hier sehen wir, dieser Asymptote nähern wir uns relativ gut an. Aber wenn die Resonanz tiefer liegt, wenn wir also hier irgendwo eine Resonanz hätten, dann würde die Asymptote nicht mehr getroffen. Deswegen muss man bei diesen Messungen aufpassen. Eine Tangente an diese Messkurve ist nur eine Näherung für die Induktivität. Es rendiert sich da genauer hinzuschauen. Und damit gehen wir mal ins Messlabor und wecken diesen Herrn hier mal auf. Hier wird gerade die Impedanz eines Tonabnehmers gemessen, eines Tonabnehmers aus einer 1962er Jazzmaster. In diesem Kästchen hier sitzt der Operationsverstärker zusammen mit zwei Batterien. Von daher kommt das Generatorsignal und hier geht es zum Messgerät. Da oben wird der Tonabnehmer angeklemmt, an den Schaltern könnte man Kapazitäten zuschalten. Und schauen wir mal, was rauskommt. Hier unten ist ein Sinusgenerator, dessen Frequenz eingestellt werden kann. Der Spannungspegel wird hier an der unteren Skala angezeigt. Es ist eine logarithmische dB-Anzeige. Wenn man die Frequenz verändert, ändert sich die Anzeige des Messgerätes. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Bei tiefen Frequenzen ist die Spannung und damit die Impedanz nahezu konstant. Mit zunehmender Frequenz steigt am Instrument abzulesen der Pegel. Und dann müssen wir umschalten in einen anderen Messbereich, weil hier eine ganz scharfe Resonanzspitze kommt. Da ist das Maximum 14,5 kHz. Bei noch höheren Frequenzen nimmt der Spannungspegel und damit die Impedanz wieder ab. Das ist jetzt der kapazitive Einfluss des Tonabnehmers. Aber es ist natürlich ziemlich ineffizient, hier mit dem Sinusgenerator von Hand durchzudrehen oder einzelne Werte genau einzustellen und dann bei dieser Frequenz zu messen. Besser ist es, mit einem Sweep den ganzen Frequenzbereich durchzufahren. Mit diesem Messgerät können wir jetzt die Frequenz automatisch durchfahren lassen, einen Sweep an das Messgerät legen. Schauen wir mal, was rauskommt. Tieffrequent ist die Impedanz konstant. Hier steigt sie induktiv an. Sieht alles so aus, wie es soll. Dann kommt die Resonanz. Über der Resonanz fällt die Impedanz wieder ab. Und was sieht der Experte sofort mit einem Blick? Diese Messung ist falsch. Warum ist sie falsch? So sieht keine Resonanzspitze aus. Das sind so die typischen Probleme in der Messtechnik. Man braucht Erfahrung, um solche Messungen fehlerfrei durchführen zu können. Eine neue Messung mit verringertem Generatorpegel. Hier gibt es keine Änderungen, da war er auch nicht übersteuert. Und hier hinten sehen wir, jetzt kommt die Resonanzspitze etwas besser. Hier habe ich den Bereich um die Resonanz einmal etwas raus vergrößert. Wir sehen, diese rote erste Messung, das ist ganz eindeutig falsch. Warum zeigt das Messgerät hier nicht an, dass übersteuert wurde? Weil nicht dieses Computermessgerät übersteuert wurde, sondern das kleine Kästchen mit dem einen Operationsverstärker. Und es übermittelt seine Übersteuerung nicht an dieses Computermessgerät. Da muss man eben selbst aufpassen und kontrollieren. Die zweite Messung sehen wir hier, das ist schon ein bisschen besser, aber auch dieses Eck hier ist noch nicht ganz in Ordnung. Das liegt daran, dass diese Messungen alle frequenzdiskretisiert sind
da war die Frequenzauflösung nicht gut genug. Machen wir nochmal eine Messung mit besserer Frequenzauflösung. Da sind jetzt mehr Punkte. Die Resonanz wird etwas langsamer durchfahren. Und da erkennt man jetzt schon kleine Unterschiede. Jetzt hängt es eben davon ab, welche Messgenauigkeit man möchte. Je schneller der Sweep durchgeht, desto ungenauer wird es, insbesondere im Bereich der Resonanz. Und dann muss eben auch noch geklärt werden, in wie viele Punkte diese Messung hier aufgelöst wird. Eine neue Messung, was jetzt unterschiedlich ist, zeige ich gleich anschließend im Bild. Diese Messung sieht zunächst genauso aus wie die vorherige. Jetzt merkt man, da gibt es Unterschiede, deutliche Unterschiede, sehr deutliche Unterschiede. Was ist da der Grund? Die Lagerung des Tonabnehmers. Der Tonabnehmer liegt jetzt hier auf dem Blechgehäuse. Das ist ein Aluminiumgehäuse. Aluminium ist unmagnetisch oder etwas korrekter, nicht magnetisierbar. Trotzdem gibt es ganz gravierende Abweichungen, weil in diesem Aluminiumgehäuse die Tonabnehmerspule Wirbelströme induziert und die bedämpfen die Resonanzspitze. So ähnlich wie das ein Aluminiumgehäuse für diesen Tonabnehmer machen würde. Jetzt liegt der Tonabnehmer wieder neben dem Gehäuse, so ist es richtig. Und jetzt schalte ich mal eine Kapazität parallel zu diesem Tonabnehmer. Tieffrequent ändert sich wieder nichts. Die Resonanzfrequenz müsste jetzt tiefer kommen und sie kommt auch tiefer. Und dasselbe nochmal mit einer anderen Kapazität. Je größer die Kapazität, desto tieffrequenter wird die Resonanzspitze und desto weniger hoch. Aus dem Impedanzfrequenzgang lässt sich zum einen ein Ersatzschaltbild ableiten, zum anderen kann daraus die Übertragungsfunktion berechnet werden, wie hier in dieser Veröffentlichung erläutert. Das Verfahren ist nicht ganz einfach, die Alternative dazu ist wieder die Messtechnik. Nun kommt die wichtigste Messung. Jetzt ermitteln wir die Übertragungsfunktion, das heißt den Frequenzgang des Tonabnehmers. Auf dem Tonabnehmer liegt eine kleine Sendespule, ganz einfach hergestellt, 10 Windungen Schaltdraht. Sie ist direkt mit dem Generator verbunden. Der Tonabnehmer geht wieder auf den schon bekannten kleinen Messverstärker. Unterschied, jetzt liegt am Eingang kein Signal mehr. Der Eingang bleibt offen, der Messverstärker arbeitet damit nun als Impedanzwandler. Sein Eingang ist sehr hochohmig, der Ausgang ist niederohmig. Von hier aus geht es jetzt zum Messgerät. Der Bildschirm zeigt hier den Spannungspegel in dBV. Starten wir die Messung. Da ergibt sich ein Anstieg, dann müsste die Resonanz kommen, sie kommt. Gut, auf den ersten Blick sieht es ja vielleicht brauchbar aus. Man würde normalerweise nicht so schnell durchfahren, ich habe das hier ein bisschen schneller eingestellt, damit es nicht so lang dauert. Dann nehmen wir einen zweiten Kanal und schalten den Integrator ein. Wir brauchen hier den Integrator, weil ja gemäß Induktionsgesetz die entstehende Spannung dem Differential des Magnetflusses entspricht, U ist dV nach dt mal Windungszahl. Und um das auszugleichen, muss bei der Messung durch die Frequenz geteilt werden, also ein 1 durch Omega Frequenzgang erstellt werden. Das ist diese Messung jetzt. Im mittleren Bereich würde ich sagen, erwartungsgemäß, in etwa frequenzunabhängig.
hier eine Resonanz, aber in den Tiefen kann dieser Tonabnehmer tiefe Frequenzen besser wiedergeben mit größerem Übertragungskoeffizient? Sicher nicht. Das ist jetzt einer der typischen Messfehler, die dann für Märchen sorgen. Dann heißt es, der Jazzmaster-Tonabnehmer kann die Tiefen besser wiedergeben. Nö, kann er nicht. Das ist ein Fehler. Um solche Fehler zu überprüfen, oder besser gesagt, um die Messung zu überprüfen, verändert man den Generatorpegel. Ich mache jetzt hier mal etwas weniger Pegel, sagen wir mal 5 dB weniger, und eine neue Messung. Und jetzt müsste die Kurve ja 5 dB tiefer liegen, und da sehen wir, am Anfang tut sie das nicht, hier tut sie das schon. So eine Pegeländerung ist eine sehr gute Möglichkeit, die Linearität des Systems zu überprüfen. Lineare Systeme zeigen Proportionalität, das heißt, wenn die Eingangsgröße um den Faktor k verändert wird, muss sich auch die Ausgangsgröße um den Faktor k ändern. Eingangsspannung halbiert, muss auch halbe Ausgangsspannung geben, oder im Pegelmaß gerechnet, wenn wir den Generatorpegel um 5 dB absenken, dann muss auch der vom Tonabnehmer erzeugte Spannungspegel um 5 dB runtergehen. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, dass die Spannungen in diesem tiefen Bereich eben bereits zu klein sind, dass hier Rauschstörungen vorliegen. Man sieht ja auch an diesem kleinen Gezappel, der Teil der Kurve ist unbrauchbar. Nun drehen wir das Ganze mal um, machen wir hier einfach mal einen etwas höheren Pegel. Und da sieht es bereits wesentlich besser aus. Allerdings haben wir jetzt hier wieder eine Seltsamkeit. So sieht keine Resonanzspitze aus. Da wird jetzt wieder dieser kleine Vorverstärker übersteuert, der seine Übersteuerung diesem Computermessgerät nicht mitteilt. Das muss man jetzt eben wieder erkennen und dann sagen, naja, dann kombinieren wir eben zwei Messungen miteinander. Jetzt messe ich das Ganze nochmal. Mit kleinem Pegel. In den Tiefen gibt es den bekannten Fehler. Und hier oben müsste das jetzt stimmen. Die erste Kurve nehmen wir weg. Die war ja ohne den Integrator. Und diese letzte Kurve heben wir jetzt mal um 20 dB an. Und jetzt müssen wir beide Kurven kombinieren. Das kann man ja dann in der Auswertung hinterher machen, im Post-Processing. In den Tiefen praktisch konstant. Noch höhere Pegel möchte ich da gar nicht nehmen. Man weiß jetzt ja, was da rauskommen muss. Frequenzunabhängige Übertragung. Und hier der Anstieg mit dieser Kurve hier. In den Höhen gibt es jetzt die Resonanz. Und wenn man ganz genau messen will, könnte man jetzt sagen, diesen hochfrequenten Bereich messen wir nochmal durch. So, da etwas mehr Zeit. Auch da müssen wir anheben. Ja, so arg viel hat sich da nicht mehr geändert. Kleines bisschen ist die Resonanz hier noch besser geworden. Das ist jetzt wieder das Einschaltverhalten, sozusagen der Einschaltknack, das dürfen wir wieder ignorieren. Und
aus der Kombination dieser beiden Messkurven bekommen wir jetzt das Tonabnehmerübertragungsverhalten. Als letztes schalte ich noch einen Kondensator dazu. Das wäre jetzt die Simulation eines Kabels. Ja, gibt es tieffrequent auch schon wieder kleine Störungen. Aber wir wollen ja diese Resonanzspitze hier gut messen. Kontrolle mit einem zweiten Signal. Ja. Geht noch, in den Tiefen wird es auch besser. Da sieht man einfach hier unten, Induktionsgesetz, haben wir jetzt ja schon gesehen, hier unten kommen kleine Spannungen und denen überlagert sich das Rauschen, das in jedem technischen System vorhanden ist. Könnte man durch Mittelung reduzieren, könnte man durch einen Mittellauffilter reduzieren, ist ja aber gar nicht nötig, weil man ja erkennt, wie da die Tendenz ist. Und wenn man es wirklich da unten sehr genau wissen will, ein bisschen größerer Aufwand, dann hat man das. Jetzt kommt noch eine Ergänzungsmessung dazu. Jetzt liegt unter dem Tonabnehmer ein Messingblech, in dem Wirbelströme ihre höhendämpfende Wirkung entwickeln. Ganz klare Sache, Störungen ignorieren, Höhenabsenkung und eine Verschiebung der Resonanz zu höheren Frequenzen, weil durch die Wirbelströme das Magnetfeld verdrängt wird, teilweise, und dadurch die Spuleninduktivität kleiner wird. Also man erkennt schon, das ist ein deutlicher Effekt hier in den Höhen. Solche Bleche um den Tonabnehmer herum, insbesondere wenn sie elektrisch gut leiten, senken die Höhen ab. Noch ein paar Ergänzungen zur Messpraxis. Eine Frage wird sicher sein, welche Messgeräte braucht man, woher bekommt man die? Alle hier im Labor gezeigten Messgeräte stammen noch aus dem letzten Jahrtausend. Sie werden alle nicht mehr hergestellt. Mit etwas Glück kann man die aber gebraucht bekommen, mit dem Risiko, dass dann irgendetwas nicht mehr perfekt funktioniert, dass man sie nachkalibrieren muss. Speziell diese hellgrünen Brüll- und Kehrmessgeräte sind von hervorragender Qualität und leben in der Regel jahrzehntelang. Es gibt zu ihnen ganz ausgezeichnete Service-Manuals, in denen die Schaltung, die Bauteile, die Platinen im Detail erläutert werden. Man braucht natürlich Schaltungstechnik-Erfahrung, um so Geräte zu reparieren. Und in Einzelfällen kann es sein, dass damals bei der Produktion dieser Geräte spezielle Bauteile verwendet wurden, die heute nicht mehr hergestellt werden. Das ist ein gewisses Risiko, wenn man derartige Geräte heute gebraucht kauft. Die Alternative ist ein computerunterstützter Messplatz. Man nimmt ein gutes Frontend, AD-DA-Wandler, und hat dann allerdings die Problematik, dass dieses Gerät, dieses Frontend, zuerst mal kalibriert werden muss. Oft sind diese Geräte nämlich für die Studiotechnik gebaut. Die Empfindlichkeit wird dann an einem Potentiometer eingestellt, da ist nichts kalibriert. Und dann muss man noch schauen, was macht der Rechner aus diesen Signalen. Es gibt Rechner, die als Default eine Klangaufhübschung eingebaut haben und zum Beispiel kleine Echos hinzufügen. Da muss man dann erstmal finden, welche Effekte sind es, wie kann man die deaktivieren. Man muss schauen, dass nicht automatische Aussteuerungsregelungen im Rechner sind,
Also das Ganze muss professionell kalibriert werden. Auch der Frequenzgang ist zu überprüfen, die Empfindlichkeit, Rauschabstände, Verzerrungen, speziell auch Nichtlinearitäten im obersten Frequenzbereich. Wenn man sich mit dieser Materie, mit der Messtechnik auskennt, kann man mit Computerunterstützung sehr gute Ergebnisse erzielen. Es gibt Programme wie beispielsweise MATLAB, die es auch in einer Heimversion preisgünstig gibt. Oder man findet eine jahrealte Version, die nicht ganz aktuell ist, aber das ist bei den meisten Messungen gar nicht nötig. Oder man findet Alternativen, die teilweise sogar kostenlos zu erhalten sind. Generell muss man immer bei diesen selbstgebauten Lösungen die Ergebnisse überprüfen und schauen, dass das tatsächlich numerisch stimmt. Wenn man die Messdatenauswertung nicht selbst programmieren möchte, gibt es Standalone-Geräte bis hin zu kompletten Audio-Messplätzen, bei denen der Preis dann sehr schnell ganz ordentlich in den fünfstelligen Bereich geht. Alternativ dazu gibt es im Elektroversandhandel auch Vielfachmessgeräte, die teilweise nur wenige hundert Euro kosten. Da muss man überprüfen, ob sie zum einen den erforderlichen Frequenzumfang aufweisen, also mindestens bis 20 kHz mit kleinem Fehler messen. Kleiner Fehler heißt 1-2 Zehntel dB. Und zum Zweiten sollten sie empfindlich sein, dass sie auch kleine Spannungen im Milli- bis Mikrovolt-Bereich messen können. Das hier gezeigte Messgerät hat Vollausschlag wählbar von 10 Mikrovolt bis 30 Volt, höhere Spannungen dann noch mit Tastkopf. Damit hat man eigentlich den für Audiomessungen wichtigen Spannungsbereich. 10 Mikrovolt und weniger wird breitbandig kaum mehr zu messen sein. Dafür lassen sich dann Schmalbandfilter einschleifen, zum Beispiel Terz-Oktav-Filter oder noch schmalbandigere Filter, die das breitbandige Rauschen, die Störungen, die bei jeder Messung auftreten, entsprechend reduzieren. Beim Sinusgenerator ist auf Klirrarmut zu achten. Die nichtlinearen Verzerrungen sollten klein sein. Es gibt da grundsätzlich zwei verschiedene Generatortypen. Das eine ist der Funktionsgenerator, der mehrere Kurvenformen bietet, zum Beispiel Sinus, Dreieck, Rechteck, Impulse. Dessen Sinus wird in der Regel aus dem Dreieck durch einen Kurvenformer gemacht. Das Dreieck wird rund gebogen. Das Ergebnis sieht aus wie ein Sinus, hat aber Verzerrungen, die durchaus im Bereich einiger Promille bis zu 1% liegen können. Das ist für manche Messungen nicht mehr brauchbar. Dazu ist ein Low Distortion Generator, ein Generator mit kleinen Verzerrungen erforderlich. Dessen Klirrfaktor liegt dann in der Regel unter einem Promille, entsprechend 60 dB Klirrdämpfung. Bessere Geräte haben 80 oder 100 dB Klirrdämpfung. Das geht rauf bis etwa 120 dB Klirrdämpfung. Ab dann wird es sehr schnell sehr kompliziert. Das andere Ende habe ich in einer Veröffentlichung mal beschrieben. Man kann sich auch mit ganz wenig Aufwand selbst einen Sinusgenerator bauen. Operationsverstärker, zwei Kondensatoren, zwei Widerstände als frequenzbestimmende Elemente und zur Amplitudenregelung eine Glühlampe. Glühlampen sind Kaltleiter, sie ändern ihren Widerstand je nach anliegender Spannung. Damit kann man sehr schön die Amplitude konstant halten. Das kostet nur wenige Euro. Man kann sie halt nicht im gesamten Hörbereich von 20 Hertz bis 20 kHz auf einmal durchstimmen. So eine Dekade etwa ist machbar, man muss dann umschalten. Aber es ist halt eine sehr preiswerte Lösung. Klirrfaktoren sind durchaus damit im Bereich von einem Promille realisierbar. Schauen wir uns noch mal ein paar Ergebnisse an. Das Grüne ist die Messkurve dieser Impedanz. Man sieht, bei Resonanz erreicht die Impedanz Werte
von gut 3 Megohm. Das ist schon sehr hochohmig. Nicht alle Tonabnehmer kommen so weit rauf, viele kommen aber in den Bereich von knapp 1 Megohm. Mit zusätzlicher Kondensatorbelastung, wie sie zum Beispiel von einem Gitarrenkabel kommt, nimmt die Resonanzfrequenz ab. Das wäre ein Beispiel mit zusätzlichen 330 Picofarad. Das elektrische Ersatzschaltbild sieht so aus, wie gerade besprochen. Die Wicklungskapazität, Gleichstromwiderstand, Induktivität, Verlustwiderstand. Einmal für dieses Ersatzschaltbild hier eine grüne, eine rote Kurve. Grün ist die Messung, rot ist aus dem Ersatzschaltbild berechnet. Stimmt perfekt überein. Dann hier zusätzlich 330 Picofarad parallel geschaltet, gibt diese Kurve. Auch hier stimmt Messung und Modell perfekt überein. Legt man den Tonabnehmer auf ein elektrisch leitfähiges Blech, dann verändert sich die Impedanzkurve ganz wesentlich. Impedanz wird kleiner, die Resonanzfrequenz wird höher. Dazu habe ich hier mal ein einfaches Ersatzschaltbild angegeben. Man muss jetzt die Impedanz der Parallelschaltung von Induktivität und Widerstand aufteilen. Tieffrequent wirkt die gesamte Induktivität, das ist hier dieser untere Bereich als Näherung. Hochfrequent koppelt sich dann diese Spule ab, da bleibt nur noch der Widerstand übrig, sodass dann im höherfrequenten Bereich diese Induktivität bleibt. Deswegen sinkt die Kurve hier ab und deswegen wird die Resonanzfrequenz höher. Im rechten Bild sehen wir von dieser Näherung die Frequenzabhängigkeit der Induktivität. Die beginnt tieffrequent bei 4,15 Henry, das ist der Summenwert, auch hier, und nimmt dann hier auf den hochfrequenten Grenzwert, auf diese 2,35 Henry ab. Das ist jetzt eine einfache Näherung, wobei die Spule von zweiter Ordnung ist, sind zwei Teilspulen. Wenn man das genauer haben möchte, den Verlauf hier, dann müsste man hier eine Impedanznachbildung höherer Ordnung verwenden. In diesem Fall war es so ausreichend. Zur Kontrollmessung am Tonabnehmermessgerät, da habe ich ja vorgeschlagen, mal mit Messwiderständen zu überprüfen, was da rauskommt. Mit dem 10 Kiloohm Widerstand, die Messung hier perfekt, mit 100 Kiloohm Rot ebenfalls perfekt. Und wenn man einen 1 Megohm Widerstand anschließt, dann sieht man, dass hier oben die Kurve schon ganz leicht abfällt. Das ist aufgrund der Eigenkapazität des Messgerätes, die bei 5,5 Picofarad liegt. Das kann man hier ausmessen und dann kann man ja bei allen Messungen, wenn es nötig ist, wenn es so genau werden soll, diese Kapazität noch abziehen. Das sind präzise Bauteile, Widerstände mit 1% Toleranz, die hier haben 0,1% Toleranz. Die Kondensatoren haben 1% Toleranz. 0,1% Kondensatoren werden dann ziemlich teuer und sind für derartige Messungen auch überhaupt nicht erforderlich. 1%ige Widerstände sind heute Standard, die kosten wenige Cent, je nachdem, wo man sie kauft. Ein Problem könnte da eher sein, dass man kleine Stückzahlen bekommen muss. Das ist vielleicht nicht sehr sinnvoll, wenn man hier als Mindestmenge 1000 Stück abnehmen muss. Also muss man einen Distributor suchen, der auch Kleinmengen verkauft. 0,1%ige Widerstände kosten nur unwesentlich mehr. Das ist keine große Investition. 1%ige Kondensatoren, da hängt es davon ab, was der Markt gerade hergibt. So, ich schätze mal 2 bis 5 Euro pro Stück, das ist schon etwas teurer. Und da wird es ganz schwierig, 0,1%ige Kondensatoren sind fast nicht erhältlich. Und wenn, dann kann es leicht sein, dass man da 50 Euro pro Stück bezahlen muss. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich kaufe einfach eine große Menge und messe entsprechend mit einem hochpräzisen Messgerät ein paar Kondensatoren aus.
Man muss aber den Temperaturkoeffizient und die Güte beachten. Es gibt Kondensatoren, die ändern ihren Kapazitätswert um 0,3%, wenn sich die Temperatur um 10 Grad ändert. Wenn man jetzt tatsächlich der Meinung ist, man möchte einen Kondensator auf 0,1% genau ausmessen, dann muss man auch die Temperatur auf wenige Grad konstant halten. Das ist machbar, es hängt immer vom Einzelfall ab, was man erreichen möchte. Nun zu einem anderen Thema, dem Gleichstromwiderstand des Tonabnehmers. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass der letztendlich so gut wie nichts aussagt. Insbesondere sagt er nichts aus über die Empfindlichkeit, über die Lautstärke des Tonabnehmers. Wir sehen hier die Gleichstromwiderstände verschiedener Tonabnehmer. Die Single Coils mit einem kleinen Kreis, die Humbucker mit einem Stern gekennzeichnet und nach oben den Übertragungskoeffizient Volt pro Meter pro Sekunde, also Spannung pro Schwinggeschwindigkeit der Saite. Sekunde kann man dann auf den Bruch raufnehmen, dann hat man Voltsekunde pro Meter. Und da erkennt man zum Beispiel Tonabnehmer mit ungefähr 8 Kiloohm Gleichstromwiderstand unterscheiden sich um nahezu den Faktor 4 in ihrer Empfindlichkeit. Oder auch hier, wenn wir jetzt das umdrehen und mal bei einer konstanten Empfindlichkeit vergleichen, haben wir da ungefähr 16 und da 4, also auch da einen Faktor 4 Unterschied in der Impedanz bei gleicher Empfindlichkeit. Deswegen sollte man diesen Gleichstromwiderstand eigentlich gar nicht berücksichtigen. Trotzdem ist er die Größe, die seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, bei Zeitschriften als das Charakteristikum spezifiziert wird. Nun, das mag daran liegen, dass bei diesen Zeitschriften niemand eine Ahnung von Messtechnik hat, aber irgendwann mal ein Ohmmeter aus dem Baumarkt mitgebracht hat und gesagt hat, oh ja, jetzt können wir auch Zahlenwerte zu unseren Messungen dazuschreiben. Diese Zahlenwerte sagen aber praktisch nichts aus. Es wäre viel besser gewesen, die Zeitschriften hätten über Jahrzehnte von den vielen, vielen Gitarren, die sie in der Redaktion hatten, den Impedanzverlauf gemessen. Dann wäre da eine Datenbasis entstanden, die man nun auswerten könnte. Vielleicht sagt da jemand, ja, das entspricht nicht unserer Klientel, die Leute wollen keine Messkurven sehen. Aber es wäre ja nicht nötig gewesen, das immer zu veröffentlichen. Man hätte ja da mal eine Datenbasis schaffen können. Nun ja, man hat nicht. Nun kommt eine Messung, die ich immer wieder gerne vorführe. Hier sind zwei Telecaster-Tonabnehmer. Der eine hat 5,05 Kiloohm. Der zweite hat 4,78 Kiloohm. Da könnte man nun vermuten, ja, das sind doch deutlich unterschiedliche Tonabnehmer. Und Zeitschriften, die Berichte über Tonabnehmer bringen, veröffentlichen dann auch gerne diesen Gleichstromwiderstand, weil sie nichts anderes messen können und auch nicht die Notwendigkeit sehen, etwas anderes zu messen. Jetzt wird es etwas lauter. Jetzt hat er auch 5 Kiloohm. Das ist keinesfalls ein 400 Grad warmes Heißluftgebläse. Das ist ein ganz einfacher Föhn und der Tonabnehmer ist nur unmerklich wärmer geworden. Aber wir wissen ja, der Kupferwiderstand hängt von der Temperatur ab. Je wärmer es ist, desto größer ist dieser Widerstand. Schauen wir uns noch ein paar Bilder zur Übertragungsfunktion an.
Das ist der Messaufbau, die Tonabnehmerspule und darauf die kleine Sendespule, durch die Strom fließt. Hier ist der Sendestrom, die Sendespule koppelt über das Magnetfeld auf den Tonabnehmer, in dem eine Spannung erzeugt wird. Die Formeln dazu sind ganz einfach. Aus dem Strom wird über eine Konstante die Magnetfeldstärke. Diese Konstante hängt zum Beispiel von der Geometrie dieser Sendespule ab. Die zu berechnen wäre schwierig. Deswegen nennen wir sie hier K. Wichtig ist, diese Größe ist konstant. Aus dem Strom wird die magnetische Feldstärke H, die dann durch die Empfangsspule, durch die Tonabnehmerspule geht. Aus der Feldstärke H wird über die Permeabilität, auch eine Konstante, die Flussdichte B. Die Permeabilität wäre eigentlich überwiegend von Luft bestimmt und somit ganz einfach, aber weil hier eben doch ein paar ferromagnetische Stifte drinstecken, diese Dauermagnete, Alnikomagnete, ist die Permeabilität ein bisschen größer als die der Luft. Wie groß ist an der Stelle auch uninteressant, sie ist konstant. Dann haben wir hier die Flussdichte. Die Flussdichte müssen wir mit der Fläche multiplizieren, dann bekommen wir den magnetischen Fluss. Nun, die Fläche, da müsste man jetzt für jede Windung der Tonabnehmerspule die zugehörige Fläche ermitteln. Da gibt es ja Windungen, die ganz innen sind, kleine Fläche, große Fläche. Wenn man da einen Mittelwert ansetzt, ist auch diese Fläche A konstant, sodass der Strom über drei Konstante abgebildet wird in den magnetischen Fluss. Und jetzt geht es ganz einfach hier weiter. Die Spannung, die im Tonabnehmer erzeugt wird, U, hängt ab von diesem Fluss, vom Magnetfluss, nach der Zeit differenziert, also von der Änderung, von der zeitlichen Änderung des Magnetflusses. Wenn sich der über der Zeit schnell ändert, ist die Spannung groß, also bei hohen Frequenzen zum Beispiel. Und er hängt auch ab von der Windungszahl, wiederum eine Konstante, die Windungszahl der Tonabnehmerspule. Sodass wir insgesamt sagen können, die Spannung am Tonabnehmer hängt ab von mehreren Konstanten. Windungszahl, Fläche, Permeabilität und dieser Geometriekonstante der Sendespule und von der Änderung des Stroms, zeitliche Änderung des Stroms, der hier im Kabel fließt. Wenn wir diesen Strom mal einfach sinusförmig annehmen, der zeitabhängige Strom ist Spitzenwert mal Sinus Omega T und differenzieren hier nach der Zeit, bekommen wir I. Mit Omega wird nachdifferenziert, aus dem Sinus wird der Cosinus. Also bekommen wir einen Cosinusverlauf, hier die Stärke des Stroms und eine Frequenzabhängigkeit. Zusammengefasst, die am Tonabnehmer erzeugte Spannung ist proportional, und dieses Zeichen heißt proportional zur Frequenz, Kreisfrequenz, um ganz genau zu sein, und zum Strom. Das Ersatzschaltbild für diesen Tonabnehmer war nun, je nachdem, was wir betrachten, ganz einfach oder ein bisschen komplizierter. Hier habe ich mal das etwas kompliziertere. Wenn wir eine Wirbelstromdämpfung annehmen, die würde man jetzt bei so einem Jazzmaster-Tonabnehmer normalerweise nicht haben. Der ist in ein Kunststoffgehäuse eingebaut, was sinnvoll ist. Aber ich habe es hier mal für das etwas kompliziertere Ersatzschaltbild gezeichnet. Das ist die Wicklungskapazität. Hier müsste man jetzt dann anschließen die Potentiometer der Gitarre und das Kabel und den Gitarrenverstärker. Und hier ist eine Stromquelle mit einer 1 durch F-Charakteristik. Das heißt, je höher die Frequenz, desto kleiner muss der Strom werden. Und wenn wir jetzt hier einen Strom einprägen mit über der Frequenz abnehmender Stromstärke, bekommen wir so eine Übertragungsfunktion. Die ist nun aufgrund des Schaltbilds bereits definiert in ihrem Verlauf, sie ist aber noch nicht definiert in ihrer Höhe. Also systemtheoretisch gesprochen
Die Übertragungsfunktion ist eine gebrochenrationale Funktion. Gebrochen heißt Bruch, Zähler, Nenner. Rational heißt endliche Potenzen der Frequenz, J Omega in dem Fall. Und von dieser gebrochenrationalen Funktion sind durch die Schaltung die Pole und Nullstellen bekannt. Es ist von dritter Ordnung, weil wir drei unabhängige Speicher haben. Pol-Nullstellen sind bekannt, aber die Systemtheorie lehrt, bei einer Übertragungsfunktion bestimmen Pole-Nullstellen den Verlauf mit Ausnahme einer Konstante. Wenn ich diese gebrochenrationale Funktion mit einer Konstante multipliziere, ändern sich Pol-Nullstellen nicht. Es ändert sich aber die Höhe der Kurve, diese sogenannte Grundverstärkung. Und die müssen wir noch mit einem eigenen Versuch ermitteln. Wenn beispielsweise in dem Tonabnehmer die Magnete entmagnetisiert werden und es wird eine entmagnetisierte Seite verwendet, dann kann sich die bewegen, wie sie will, dann wird keine Spannung induziert. Ist der Magnet schwach magnetisiert, gibt es eine schwache Spannung, ist er stark magnetisiert, gibt es eine große Spannung. Das ist also genau die Frage, wie hoch liegt hier die Kurve, wie laut ist dieser Tonabnehmer, der hier, auch das sollte ich erwähnen, mit Kabel belastet ist, 330 Picofarad, und mit den üblichen Widerstandswerten. Üblich ist bei der Jazzmaster Volume Potty 1 Megohm, sehr groß, Tone Potty 1 Megohm, ist auch sehr groß. Häufig haben bei Single Coils die Potentiometer nur 250 Kiloohm. Und als Verstärkerwiderstand ebenfalls 1 Megohm angenommen, gibt als Last 330 Kiloohm. Ich habe jetzt hier mal die Kurven genommen von dem Tonabnehmer ohne Blech. Hier das Schaltbild ist mit Blechbedämpfung, damit es ein bisschen komplizierter ist und man sieht, was man machen muss, wenn hier die Nachbildung umfangreicher wird. Aber das ist hier der Tonabnehmer ohne Wirbelstromdämpfung. Die Resonanz bei 4 kHz. Und da sieht man jetzt auch schon, die Resonanzüberhöhung ist nicht mehr so stark wie in den früheren Bildern. Bei diesen früheren Bildern war der Tonabnehmer noch unbelastet. Das gibt eine hohe Resonanzüberhöhung. Mit dieser Last, 333 Kilo, entsteht diese Resonanzüberhöhung. Doch jetzt die Frage, wo liegt diese Kurve? Wie viel Volt pro Meter pro Sekunde bekommen wir im tieffrequenten Bereich? Volt ist die Spannung, die hier entsteht. Pro Meter pro Sekunde, das ist die Schwinggeschwindigkeit der Saite. Um die absolute Empfindlichkeit des Tonabnehmers messen zu können, brauchen wir einen definierten Antrieb für eine schwingende Saite. So einen definierten Antrieb macht so ein Shaker. Der funktioniert ähnlich wie ein dynamischer Lautsprecher, ein Magnetkreis, eine Spule. Und wenn wir hier Strom durchschicken, dann schwingt diese Platte auf und ab. Diese Schwingung ist vorgegeben durch den Strom, der hier ins Kabel reingeht. Es wird auch vom Hersteller ein Übertragungskoeffizient vom Strom auf diesen Antrieb angegeben, aber der hängt von der Massenbelastung ab. Das heißt, wir müssen hier die Schwingung messen. Dafür würde sich so ein Beschleunigungsaufnehmer eignen, den man hier drauf schraubt. Der hat aber an seiner Oberseite jetzt kein Gewinde mehr. Besser geeignet ist da ein Impedanzmesskopf, den man hier aufschrauben kann. Der hat in seinem Inneren zwei kalibrierte Piezosensoren. Einer misst die übertragene Kraft, der andere misst die Beschleunigung. Jetzt brauchen wir noch eine Saite, die da drüber befestigt wird. Dann könnten wir die Saitenbeschleunigung messen und über Integration auch die Saitengeschwindigkeit. Da drüber könnte man einen Tonabnehmer setzen, aber dieser Shaker erzeugt ja ein magnetisches Wechselfeld und es würde dann direkt in den Tonabnehmer einstreuen. So geht das nicht.
Also müssen wir die Anordnung etwas verändern. Auf dem Shaker sitzt jetzt in großem Abstand hier quer eine Seite. Die kann jetzt in Schwingungen versetzt werden und darüber wird dann der Tonabnehmer montiert. Damit lässt sich natürlich nicht der Frequenzgang in einem großen Bereich messen, denn dieses Aluminiumrohr hat Eigenresonanzen bei höheren Frequenzen und bei ganz hohen Frequenzen bilden sich auch dann in der Seite stehende Wellen, die wir nicht brauchen können. Dieses Messprinzip ist nur geeignet, den Übertragungskoeffizient bei tiefen Frequenzen zu messen, aber das reicht ja auch. Den Frequenzgang haben wir vorher schon mit einer anderen Messung erfasst. Also, Shaker, Strom für den Shaker, Impedanzmesskopf, bei dem nur ein Anschluss benötigt wird für die Beschleunigung, dann Abstand, um die Magnetfeldkopplung zwischen Shaker und Tonabnehmer zu reduzieren. Das wird festgeschraubt und darüber kommt der Tonabnehmer. Damit sich der Shaker wenig bewegt, wird er hier auf einen Stahlblock geschraubt und da oben wird dann der Tonabnehmer anmontiert. Das ist der untere Teil des Messplatzes. Der Shaker und die schwingende Seite. Darüber wird jetzt noch der Tonabnehmer montiert. Der Tonabnehmer sitzt in einem Schlitten. Er kann verstellt werden in jede Richtung und auch in der dritten Dimension. Nur die vierte kostet extra. Hier ist eine M6-Schraube, die hat die erfreuliche Eigenschaft, dass die Steigung, die Ganghöhe genau 1 mm beträgt. Wenn man nun an dieser Schraube dreht, kann man den Abstand des Tonabnehmers zur Seite verändern. So sieht der fertig montierte Prüfstand aus. Die Seite schwingt auf und ab. Man wird den Abstand zum Tonabnehmer noch etwas kleiner wählen und man wird vor allen Dingen eine höhere Frequenz wählen. Denn die induzierte Spannung ist ja proportional zur Frequenz und wenn man mit so niedriger Frequenz arbeitet, wäre die induzierte Spannung im Vergleich zu den Störungen, die ja ein dynamischer Tonabnehmer immer aufnimmt, zu klein. Der Störabstand wäre zu schlecht. Sinnvoll, damit habe ich meistens gearbeitet, sind Frequenzen zwischen 80 und 90 Hertz. Da treten noch keine störenden Resonanzen auf. Und man hat, wenn man dann schmalbandig misst, das ist Voraussetzung, FFT-Analyse, man hat genügend Abstand zu den harmonischen der Netzfrequenz. Die Shaker-Messungen sollten schmalbandig erfolgen. Gut geeignet hierfür ist zum Beispiel ein zweikanaliger FFT-Analysator, wie wir hier einen sehen. Im unteren Bild das Spektrum des Beschleunigungsaufnehmers. Gemessen wurde bei 85 Hertz. Die Skala hier geht von 0 bis 200 Hertz. Hier oben das Spektrum vom Tonabnehmersignal. Da fällt auf, ja klar, diese Linie bei 85 Hertz, zusätzlich hier 50 Hertz. Da streuen bereits Magnetfelder aus dem Netz ein. Dann hier 150 Hertz, die dreifache Netzfrequenz, die ja zum Beispiel von einem Transformator auch noch deutlich abgestrahlt wird. Der Rest hier ist Gezappel, das ist Rauschen. Man misst dann diese beiden Pegel, da kann man Cursor zum Beispiel darauf einstellen, dass er die Differenz der beiden Pegel anzeigt. Daraus kann man dann mit Kenntnis der Daten des Beschleunigungsaufnehmers die Empfindlichkeit des Tonabnehmers berechnen. Was dieses Bild auch ganz schön beantwortet, ist die Frage, wie ist es denn mit nichtlinearen Verzerrungen? Wir sehen hier unten das Beschleunigungsspektrum und 10, 20, 30, 40, 50, vielleicht 60 dB mehr kann man schon immer darstellen.
Das wären Klirrfaktoren im Promillebereich. Hier oben beim Tonabnehmer darf man nicht den Fehler machen, diese Linie als K2 zu interpretieren, als doppelte Frequenz. Die doppelte Frequenz von den 85 Hertz ist hier und auch hier ist der Abstand groß. Wir haben für die Skala hier 100 dB. Das heißt nun nicht, dass dieser Analysator 100 dB Messdynamik hat. Er hat vielleicht so 80, 90 dB. Diese Werte werden aber noch sicher angezeigt und da erkennt man schon, die Verzerrungen sind gering. Das bedeutet nun nicht, dass Tonabnehmer praktisch nicht verzerren. Die Messungen erfolgen hier bei kleiner Amplitude. Wenn eine Saite stark ausgelenkt wird, bekommt man schon etwas höhere Klirrfaktoren. Aber das ist kein Thema, das man groß in den Vordergrund rücken müsste. In der Physik der Elektrogitarre gibt es hierzu ein kurzes Kapitel, wo Tonabnehmermessungen vorgestellt werden.